tatsächlich heute Morgen um 6. Um halb sind ja die Gäste erst gegangen. Um halb geht's zu Tisch. Heute machen wir was ganz anderes. Heute hauen wir uns richtig ein rein. Heute trinkt man nämlich die Rostborn-Cola und das Rostborn-Cola. Hallo! Ich sag keine Hallo. Feuer! Geht spielt keine Rolle. Wer das auch immer ausgefüllt hat. Was sagen Sie eigentlich zu dem Tippspiel, Herr Bombach? Das Tippspiel ist super. Wir haben angefangen, um 8 Uhr das heute Morgen auszufüllen. Um 10 Uhr kam die erste Regeländerung. Um 10:30 habe ich einen Anruf erhalten, Ante Sabina ist pleite. Um 11 war Kaspar plötzlich auf Toilette. Seit 11 wurde er nicht wiedergesehen. Und die restlichen Regeländerungen kommen um 18 Uhr, wenn alle Spiele beendet sind. Warte, wir müssen kurz die Spiele angucken. Ah, nee, da habe ich ja schon getippt. Achso, doch, film mal, ich habe schon getippt. Da habe ich auch schon getippt. Guck, alles richtig. Aber es ging alles auf und die Ochsen haben alle vorher bezahlt. Jetzt, wo ich alle Tippspielzettel habe, gebe ich bekannt, das Tippspiel ist insolvent. Alle neuen Gläubiger haben ein Problem. Tschüss. Musst du schreien. Ja, wir begrüßen euch aus Bus 1. Mir gegenüber sitzt der Hannes am Schwergewichtentisch. Hannes, deine erste Auswärtsfahrt mit dem Moment, Gott. Hannes, ich kann nichts dafür, das ist Gegenlicht, ne? Mach doch mal die Musik aus. Stimmt. Quatsch, Musik aus. Kein Problem. Heute ist alles erlaubt. Hannes, was ist deine erste Auswärtsfahrt? Was ist los hier? Also es ist so, ich bin doch relativ nüchtern. So, und wollte ich erst mal sagen, es ist ein unfassbarer Spaß erstmal. So. Und die Leute hier heute im Bus sind super nett. Das ist schon mal ganz wichtig. So. Und es sind auch unheimlich hübsche Leute hier unten. Das ist mir auch wichtig zu sagen, einfach. So. Übrigens, wir sind um 10 Uhr losgefahren, es ist 21:45. Das ist 19. Wir sind noch auf Messe Shelby. Ante Sabina, wie gefällt Ihnen die Busfahrt bisher? Was? Ich nichts verstehen. Sie haben ein Wettbüro hier eröffnet, habe ich gehört. Wie läuft das so? Sehr gut. Weil nur Bekloppte mitfahren, die alle bezahlt haben, ohne die Regeln zu kennen. Wann ist die Auswertung? Morgen früh. Sicher? Aus Kreta. Okay. Hallo, es geht weiter. Frau Sabina, was sagen Sie dazu? Oder Frau Messi? Ich war da nochmal. Frau Messi? Untereinander oder müssen wir auch noch reden? Wie wird der Ticker eigentlich heute? Okay. Ja, euch beide kenne ich gar nicht. Ihr seid neu hier, oder? Ja. Wie gefällt es euch hier so? Super. Ja? Ja. Das ist alter Scott. Ihr seid die Einzigen, die noch reden können. Wie könnte das passieren? Ja, wir kriegen hier nicht so viel Nachschub. Dann falsche Plätze gewählt, ja, absolut. Ja. Direkt hinter dir. Emra. Semra und Linda, was ist hier so los bei euch da? Was ist da so los? Ja, die Königin. Hallo. Hallo. Königin. Hallo. Das Fernsehen ist da. Was sagt ihr so bisher? Ja, super, ne? Wir können fast noch einen drauf trinken, oder? Ja. Ich habe auch gehört, ihr habt so Schwuchtelsektflaschen dabei. Achso, die Flaschen waren aber auch ziemlich rosa, oder? Die ist schon weg. Ah, die ist schon weg, alles klar.
starker Besetzung hier in Heilbronn. Wir freuen uns, dass ihr alle da seid aus Hannover. Ganz herzlich willkommen hier in Heilbronn, in der Kolbenschmidt Arena in Heilbronn. Mittelmacht, Danny. Mittelmacht 21, Jan. Die Nummer 27, Daniel. Mitte Nummer 36, Tobias. Die Nummer 73, Mike. Die Starting Six bei der Mannschaft, bei den Hannover Indians. In der Verteidigung mit der Nummer 7, Dave Reed. Mitte Nummer 27, Daniel Hilpert. Im Sturm mit der Nummer 17, Dominik Hammer. Die Nummer 28, Theodor Wojanow. Die Nummer 21, Sven Gerwig. Und im Tor mit der Nummer 10.
Caroline auf für Kompensierung des Spielers des Abends. Jetzt dann den Hannover Indians, liebe Eishockey-Fans. Dafür, dass sie eine Runde mit Anstand und Engagement zu Ende gespielt haben, ehren wir die ganze Mannschaft und bitten stellvertretend den Captain mit der Nummer 7, Dave Reed. Und wir bedanken uns ganz herzlich bei den Hannover Indians. Danke! Ladies and gentlemen, the
wir machen die Bomba. Gib mir
Bomber, warte mal, ich hab was für dich. Bomber wird jetzt lauter. Bomber wird jetzt lauter. Bomber wird jetzt lauter für ECA. Megafon oder Mikrofon in die Hand nehmen. Um diesen Song, ja, den ECA-Song zu singen. Bomber, und jetzt lass es krachen. Blau-Weiß-Rot, ein Leben lang. Ihr
Hier am Tor lieben wir's kalt, dreckig und lau. Wir stärken immer den Rücken unserer Mannschaft, weil hier einer auf den anderen baut. Hier am Tor schlägt unser Herz in einer Kurve. Hier am Tor wird gejubelt und geweint. Unseren Erfolg erkämpfen wir mit Leib und Seele. In dieser Leidenschaft sind wir stets vereint. Denn wir kämpfen bis zum Ende. Indiana steht zusammen. Wenn der Wind von vorne weht, wir bleiben tapfer, auch wenn's mal nicht gut um uns steht. Wir bleiben eine Einheit, wir bleiben ein Verband, und Hannover bleibt Indianerland. Denn wir kämpfen bis zum Ende. Indianer stehen zusammen. Dankeschön, dass ihr alle hier nach Heilbronn gekommen seid, um euren EC Hannover zu unterstützen. Wir, die Heilbronner Falken, drücken euch ganz, ganz fest die Daumen und wir hoffen, dass wir uns so schnell wie möglich wieder hier in Heilbronn sehen. Wir freuen uns auf euch. Alles, alles Gute!
kannst du nicht. Yourself, you'll feel so inclined. Search your mind.